Hallo, herzlich willkommen zu einer kleinen Sequenz, in der ich noch einen Beitrag zur Regel von de L'Hôpital bringen möchte. Ich möchte nochmal eine Anwendung zeigen, nämlich wie man hier den Wert von diesem Ausdruck da bestimmt, nicht gegen 0, sondern gegen unendlich möchte ich das haben. Das ist nämlich so, kann man die Eulersche Zahl 2,71, so kann man die einführen als Grenzwert von diesem Ausdruck 1 plus 1 für x hoch x für x gegen unendlich. Gut, jetzt um das einzusehen, kann man Folgendes tun. Man kann hier zuerst diesen Limit etwas umschreiben, nämlich künstlich mit e selbst und 1 plus 1 durch x hoch x und dem ln, dem Logarithmus zur Basis e, also der Inversfunktion. Das ist immer noch dasselbe und jetzt kann ich hier die Logarithmusregel anwenden. Kann nämlich den Exponenten, der da im Logarithmus ist, von dem, den kann ich vor den Logarithmus ziehen, sodass ich also hier noch diesen Ausdruck zu bestimmen habe. Das heißt, prinzipiell muss ich jetzt schauen, gegen welchen Wert geht dieser Exponent hier. Also interessiere mich dafür, was passiert jetzt, wenn x gegen unendlich geht mit x mal ln von 1 plus 1 über x. Gut, das schreibe ich künstlich noch um, nämlich so, dass ich dann den Satz von de L'Hôpital brauchen kann. Und zwar den Faktor x schreiben wir einfach als 1 durch 1 durch x, künstlich als Bruch, so dass wir jetzt also hier die de L'Hôpital-Voraussetzung haben, zwei schöne Funktionen und der Limit bleibt ja jetzt beim Ableiten. Ich zähle und nenne separat Ableiten, bleibt der Limit gleich, das sagt ja die Regel von de L'Hôpital. Ich sehe ebenfalls, für x gegen unendlich wird das, geht das gegen 0, das heißt, ich habe ln von 1, was 0 gibt, das heißt, Zähler geht gegen 0 und Nenner geht auch gegen 0, 1 durch sehr groß, das geht gegen 0. Das heißt, die Frage ist jetzt, okay, wie viel gibt das, dieser Quotient? Das heißt, wir können jetzt schauen, ob wir beim Ableiten wieder etwas dazu gewinnen. Jetzt ln1 plus 1 durch x, das ist eine Verkettung, nämlich äußere Funktion ln. Jetzt ln von x abgeleitet gibt 1 durch x, das heißt, ich kriege als äußere Ableitung mal 1 durch die innere Funktion, die man stehen lässt, mal innen abgeleitet. Dazu muss ich 1 plus 1 über x ableiten, plus 1 fällt weg und 1 über x ist dasselbe wie x hoch minus 1 und das gibt abgeleitet ja minus x hoch minus 2 oder kürzer geschrieben 1 über, minus 1 über x hoch 2. Das heißt, ich kriege hier eine Ableitung, innere Ableitung von minus 1 über x hoch 2. Und im Nenner kriege ich natürlich abgeleitet auch minus 1 über x hoch 2, weil das ist ja glatt. Auch 1 über x hoch 2, über x zum Ableiten. Voilà, gekürzt. Und dann sehe ich eben, sehr schön jetzt, x geht gegen unendlich und mir bleibt noch dieser Ausdruck hier übrig, nämlich 1 durch 1 plus 1 über x und 1 durch x geht gegen 0 hier. Das heißt, mir bleibt 1 über 1 übrig, das heißt, ich kriege hier eine 1. Und damit habe ich ein schönes Resultat, nämlich dieser Ausdruck hier gibt 1, ja, und dieser Ausdruck, das war ja der Exponent hier. Das heißt, mit anderen Worten, wenn ich da das weiterziehe, heißt das eben, dass dieser Ausdruck hier der Limit von dem, das gibt dann tatsächlich e hoch 1, beziehungsweise eben die Eulersche Zahl. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.